Weiter mit Victoria 3. Belgien, Brüssel, Waffeln, Stahl. Wofür sind wir bekannt als Belgier? Ich wette, also ein guter Teil von all dem Prestige, das wir weltweit angesammelt haben. 153, ich wette, mindestens 100 davon sind entweder belgische Pommes oder belgische Waffeln. Wo wir die herstellen, das ist die einzige Sache. Ich weiß, es ist Kritik auf hohem Niveau, aber das Einzige, was im Spiel noch fehlt. Ich hätte gern als Belgier ein Spezialgebäude baubar. Belgische, wo wir nur Fritten herstellen und Waffeln und Klischees natürlich. Ich hätte auch gerne ein Gebäude, in dem wir Klischees über Belgien herstellen und über Belgier. Ansonsten würde mir persönlich was fehlen, denn die brauche ich für mein Leben. So, wir gehen nochmal rauf. Ja, gute Idee von Smarty. Wir gehen mal schauen, ob wir, wie es mittlerweile bei den Gewerkschaften aussieht, bei den Gewerkschaftern, denn da hatten wir, oh cool, super, wir haben die Boni, bei denen die Bonusse, die beiden aktiviert und freigeschaltet. Und was ganz zentral für uns, deren politischer Druck, den hatten wir ein bisschen angeschubst, indem wir die gestärkt hatten. Wir hatten hier oben Autorität ausgegeben, um die beliebter zu machen bei der Bevölkerung. Das hat total geholfen. Wir hatten die auf kurz über 5% politischem Druck geboostet. Politischer Druck ist der prozentuale Anteil dieser Interessengruppe an der politischen Stärke aller Interessengruppen in ganz Belgien. Also mit anderen Worten, die sind 5,4% so einflussreich wie alle zusammen, alle Interessengruppen. So in der Art halt, ne? Und das ist wichtig, dass der Wert nicht unter 4% wieder absackt. Wenn der muss einmal über 5% sein, dann werden diese Boni und Mali ja grundsätzlich aktiviert. Wenn es danach wieder unter 4% runtergeht, dann könnten wir diese Boni und Mali, dann werden die komplett wieder raus aus der Sache halt. Ne? Und die gehen, werden deutlich weiter rauf, weil die Gewerkschafter sich sehr verbunden fühlen mit den Gesetzen in unserem Land. Das ist dieser Zustimmungswert. Und weil es denen wirtschaftlich gut geht, den Mitgliedern den Bevölkerungsanteilen, die Gewerkschaft unterstützen. Deshalb ist der Loyalitätswert zu hoch halt. Ne? Und deshalb werden diese Boni bei uns hier freigeschaltet. Oh, was ist denn das hier unten? Ah, wir hatten einen Malus bei der katholischen Kirche zwischendurch, das war wieder weg. Weil die vielleicht durch den steigenden... Leute, wir haben die Wahlergebnisse sind da. Katholische Partei, letztes Mal 76,8% der Stimmen, jetzt nur noch 58. Wir haben durch unsere Politik, echt, durch unsere Politik haben wir die Wahlergebnisse kaputt gemacht für die. Ihr wart dabei. Das erfinde ich nicht. Randleiste, danke fürs Abo verschenken. Ich sage euch nur mal, wie wir es gemacht hatten. Wir hatten ein Gesetz durchgebracht. Wir hatten das Gesetz durchgebracht, wir hatten das Schulwesen reformiert. Wir hatten vorher Kirchenschulen, das haben wir durchgeschafft mit viel Lobbyarbeit zu öffentlichen Schulen. Solange es noch Kirchenschulen hatte, hatte die katholische Kirche als Interessengruppe mehr politische Stärke. Wir haben das umgestellt in den öffentlichen Schulen, wenn die Damen und Herren nicht mehr so indoktriniert, der katholischen Kirche und dem Papst immer treu zu folgen und immer auch katholisch zu wählen. Das ist jetzt nicht mehr drin. Und deshalb haben die jetzt weniger Einfluss. Ja? Und das wird jetzt gerade sofort belohnt. Und das wiederum hat uns jetzt auch gerade geholfen, die Frauenrechte eventuell besser durchzukriegen hier. Es ist immer noch nicht sicher hier. Aber wir arbeiten dran. In 137 Tagen wird beschlossen. Mittlerweile 40% des politischen Drucks dafür. Das waren eben nur 37%. Das könnten schon die Wahlergebnisse mit reinkommen. Und also das sieht gut aus. Das heißt nicht, dass es klappt. Denn es gibt noch ganz viele Leute, die wissen noch nicht so richtig, wie sie abstimmen werden. Das ist noch nicht... Aber wir arbeiten dran. Die Grundbesitzer mögen es nicht so richtig. Wenn es noch mehr Leute gibt, die Eigentum haben und nicht nur die Männer halt. Ne? Wir arbeiten dran. Vorteil für uns, Beschäftigtenrate steigt. Also mehr Arbeitskräfte stehen zur Verfügung. Jetzt schauen wir uns mal an, wie wir bei der Wahl... Jetzt können wir bestimmen, wir können die Regierung reformieren. Ich speichere einmal vorher ab, weil das ist ein etwas dramatischer Prozess hier. Und jetzt überlegen wir, jetzt können wir, wenn die Wahlen
hinter uns liegen, haben wir so und so viele Tage Zeit, oben steht es 180 Tage lang Zeit, die Regierung zu reformieren, also Parteien aus der Opposition auf die Regierungsbänke zu schubsen und umgekehrt. Wir können das auch machen in einem anderen Zeitraum, wir können das auch später machen, dann geht das auch, aber später wird nicht so cool sein. Also diejenigen, die wir dann auf die Oppositionsbank schicken werden, die werden murren, die könnten sagen, die werden dadurch radikalisiert. Das kann im schlimmsten Fall zu Aufruhr führen. Also besser ist in diesem Zeitfenster die Regierung zu reformieren. Und das heißt einfach hier durch die Pfeile nach links und rechts stupsen. Grundsätzlich werden Parteien nach links und rechts geschubst, also nicht Interessengruppen. Es sei denn, und wir können nur solche hin und her schubsen, die nicht als politisch randständig gelten, die also Minimum hier als einflussreich gelten. Die Kategorien sind randständig, einflussreich, mächtig. Randständig ist man bis 5%, ne, ich habe es eben erklärt, einflussreich danach, ich glaube, bis 20% und mächtig ab 20%. Ich glaube, das sind die einzigen, die mächtig sind hier. Genau, das ist genau. Im Augenblick haben wir die. Und wichtig für uns sind folgende Sachen. Wir wollen einen hohen Legitimitätswert haben. Was heißt das? Legitimität, das ist der Prozentwert, der ausdrückt, wie sehr die politischen Parteien, die an der Macht sind, die also in der Regierung sind, vor allem die, auch die Parteien in der Opposition haben so einen gewissen Machtwert, aber nicht so hoch, vor allem die in den Regierungen halt, wie sehr die zufrieden sind mit den allgemeinen Gesetzen, die wir haben, also mit dem Stand, wie es hier gerade ist. Und wie sehr die auch, also wie wohl die sich fühlen mit den Gesetzen, wie gut es passt, ob es ein Match gibt, der Regierungsparteien und der aktuellen Gesetze. Und der Wert beeinflusst dann im Folgenden, je höher der ist, desto kürzer läuft es für uns, wenn wir ein Gesetz verändern wollen, desto schneller läuft das. Wir wollen viel verändern. Wir haben Interesse daran, dass hier ordentlich Tempo drin ist. Das kann ewig dauern sonst. Der Wert soll hoch sein, ja. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen puzzeln, mal gucken, was wir machen können. Was würde passieren? Ach so, und es hat noch eine Konsequenz, wenn wir eine Partei und die dahinterstehenden Interessengruppen in die Regierung reinschicken, dann gewinnen die auch an politischem Einfluss auf Zeit, also deren politischer Druck wird größer und damit steigen auch demnächst deren Wahlchancen. Also, ne? Also wir können die so ein bisschen unauffällig pushen in der Zeit auch. Wir könnten die Gewerkschaft darüber schieben. Also ich glaube zumindest, ich habe das gerade richtig erklärt, dass die Regierungsparteien einen Bonus dadurch haben. Ich bin mir gerade nicht super sicher. Nee, stimmt nicht, ich habe Mist erzählt. Das ist nicht relevant. Entschuldigung, Regierungsparteien, das ist nicht relevant. Das ist nur für den Beschluss von Gesetzen relevant, ob eine Regierungspartei dafür ist oder eine Oppositionspartei für ein Gesetz ist oder dagegen, aber das pusht nicht die Partei selber. Vergesst es, das war ein Fehler, das war eine Falschinfo. Ich bitte um Verzeihung. Und hier seht ihr, was in die politische Stärke reinkommt, vor allem wie reich jemand ist und auch wie viele Stimmen man hatte bei einer Wahl, aber vor allem wie viel wirtschaftliche Macht eine Interessengruppe mit sich bringt. Okay? So, und jetzt wollen wir gerne die pushen, die wir brauchen für unsere kommenden Gesetze. Das heißt, wir wollen uns fragen, was sind die nächsten Gesetze, die wir beschließen? Und wen hätten wir gerne in der Regierung? Weil die Parteien, die unsere Gesetze unterstützen, haben mehr Einfluss als Regierungspartei auf unsere Gesetze, auf die neuen, als wenn sie in Opposition sind. Umgekehrt, eine Partei, die unsere Gesetze ausbremst und die ablehnt, die wollen wir eher in der Opposition haben als in der Regierung, weil deren Druck wollen wir minimieren. Ja? Das erste Gesetz und alle 4 Jahre wird gewählt. Also egal welches Land es ist, alle 4 Jahre, das ist ja einheitlich. Das Gesetz, das wir im Augenblick machen, sind die Frauenrechte und die Vormundschaft. Da das Gesetz profitiert von, das ist noch nicht sicher, dagegen ist, sind die Grundbesitzer. Die sind nicht in der Regierung und die wollen wir da auch nicht hinschubsen. Die haben da keinen Bock drauf. Da steht's. Interessengruppen in der Regierung beeinflussen, welche Gesetze beschlossen werden und die Legitimität. Genau. Was wäre das nächste Gesetz? Wir hatten ein paar Sachen uns schon überlegt. Die meisten Gesetze kriegen wir realistischerweise im Augenblick nicht durch, weil der grüne Balken mehr wäre als ein größerer. Man kann sich das anzeigen lassen. Und zwar, ich glaube,
Hier unten. Ach, ich hatte das letzte Mal gesucht. Ich muss erstmal die Regierungsumbildung verlassen. Das kann man jederzeit machen. Irgendwo gab es eine Liste, die konnte man ausklappen. Ich glaube, es kann sein, dass ich erst abbrechen muss. Dann gibt es dann ploppt so eine Liste unten auf, glaube ich. Was geht? Ach, hier ist sie. Da ist sie. Sie ist in der Regierung. Ja, komischerweise stehen die Gesetze bei der Regierung und die stehen nicht bei den Gesetzen. Also, das ist die Liste aller Gesetze, die im Augenblick von der Regierung unterstützt werden oder von Protestbewegungen von ihren Gegnern. Jetzt sehen wir die auf einen Blick. Die meisten sind ausgegraut. Mit anderen Worten, alle. Weil wir können im Augenblick gar kein Gesetz anschieben, weil im Augenblick schon ein anderes läuft. Dadurch wird das ein bisschen schwer lesbar, ja? Ist der grüne Balken über dem roten, kriegen wir das Gesetz eher durch. Gibt es einen großen grauen Balken, müssen wir bangen. Ja? Und es hat natürlich alles auch konkrete Folgen. Das heißt, wenn wir die Leute verprellen, die Interessengruppen, die total gegen ein Gesetz sind, dann kriegen wir es vielleicht durch. Aber wir können es danach, sinkt deren Zustimmung zum System massiv ab. Und wenn das für uns eine wichtige Interessengruppe ist, Beispiel hier die Industriellen, die Freihandelspartei, die Industriellen, weil die so mächtige Boni geben für uns, dann wollen wir die eigentlich nicht verprellen. Also selbst wenn wir das Gesetz vielleicht durchkriegen würden, das uns wichtig ist, gegen deren Widerstand, danach würden die so an Zustimmung verlieren, dass wir so diese mächtigen Boni hier verlieren würden. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja. Und Faustregel ist auch, mächtige Parteien, die sind für uns noch wichtiger als weniger wichtiger, auch bei den Boni, weil in dem Augenblick, wo die mächtig sind und nicht nur einflussreich, also mehr als 20% politischen Druck haben, verdoppeln sich auch deren Boni. Also diese Boni, die ja gegeben werden, beziehungsweise deren Mali. So, jetzt schauen wir mal, was wir machen. Was sind die nächsten Gesetze? Wir können also hier eine grobe Orientierung haben, welche Gesetze einen dicken grünen Balken haben, aber das ist schwer zu lesen hier, ne? Frauenwahlrecht machen wir schon. Das ist für uns uninteressant, weil wir kulturell homogen sind. Schulen gucken wir uns gleich mal an. Nee, wir haben schon öffentliche Schulen. Krankenversicherung, das können wir machen. Sozialhilfe, das steigert das Brutto, das steigert, senkt unsere Ausgaben, wenn wir Sozialhilfe ermöglichen. Im Augenblick haben wir gar keine. Versteigt aber den Lebensstandard der Leute an. Und die Menschen sind es natürlich am Herzen, aber ich würde es eher später machen. Ich hätte lieb, also Krankenversicherung wäre cool, wenn die Leute gesünder sind, stark das Bevölkerungswachstum. Und ich hatte eben erklärt, die Belgier sind ein kleines Land, das wäre in unserem Interesse. Und hier haben wir teilweise sehr viel Widerstand. Kolonien ist im Augenblick für uninteressant. Also die eine Möglichkeit wäre die Krankenversicherung hier, dass wir die als nächstes machen. Wir haben im Augenblick gar kein Gesundheitssystem. Das finden sogar manche Leute doof. Also ihr seht konkret, sowohl die katholische Kirche als auch die Gewerkschafter geben uns minus eins auf ihre Zustimmung, weil der bestehende Zustand, weil die sich damit nicht wohlfühlen. Also da würden wir sogar. Das wäre sogar ganz cool. Die würden uns ja sogar zustimmen. Würden wir gehen, wir kriegen realistischerweise die öffentliche Krankenversicherung nicht durch. Der Widerstand ist immens. Die Industriellen, die mächtigste Gruppe überhaupt, ist dagegen. Ich habe eben die Boni gesehen, gezeigt. Die sind im Augenblick bei plus 11. Die geben uns zwei mächtige Boni. Und die Effekte werden verdoppelt. Und die würden hier minus 10 an Zustimmung verlieren. Das heißt, zuerst wird der Bonus weggehen, der bei der Schwelle 10 aktiviert wird. Dann der Bonus, der bei der Schwelle 5 aktiviert wird. Also extrem ungerne. Der erste Schritt wäre, die Effekte der Gesetze sehen wir wiederum hier. Die öffentliche Krankenversicherung wird die Sterblichkeit um minus 5% senken. Und wird eine neue Institution einführen, das Gesundheitssystem. Das steht uns im Augenblick gar nicht zur Verfügung, das zeige ich euch gleich. Diese Institution wird allerdings auch schon freigeschaltet durch die private Krankenversicherung. Auch darüber können wir, steht uns diese Institution zur Verfügung und wir können dann Geld oder Kosten dafür ausgeben und bestimmte Effekte erreichen. Im Augenblick seht ihr selber, da steht, der positive Effekt wäre bei minus 0% Sterblichkeit durch Wohlstand. Ich denke, dass der Wert deshalb so gering ist, weil der anscheinend skaliert, damit, wie sehr wir diese Institution Gesundheitssystem ausbauen. Und da wir sie noch nicht haben und bislang null Wert haben, steht da auch nichts. In dem Augenblick, ich zeige euch mal die Institution, die ist hier oben.
Im Augenblick haben wir nur die Institution Bildung, dann taucht hier eine neue Zeile auf, Institution Gesundheitssystem. Und wenn wir dann hier in bestimmte Stufen investieren und dabei Bürokratie auch ausgeben, dann können wir halt Effekte davon freischalten. Also ich weiß es nicht, aber ich gehe mal davon aus, weil ich finde es persönlich plausibel und vielleicht können Leute, die selber das schon mal im Spiel gesehen haben, kurz dazu nicken oder den Kopf schütteln im Chat, dass das davon abhängt, dass wir das so richtig sauber erst sehen können, wenn die Institution besteht. Die Pharmazeutika haben wir erforscht, ja? Sonst wäre das gar nicht möglich. Die haben wir erforscht. Oder die laufen gerade in der Forschung, glaube ich. Ich glaube, die sind gleich da. Oder haben wir die schon erforscht? Das ist die laufende die Psychiatrie. Ach, die Pharmazeutika kommt noch. Die wollten wir danach erforschen. Das ist der nächste Schritt. Die Psychiatrie und dann die Pharmazeutika. Oh, und die hätten wir innerhalb von 5 bis 8 Monaten schon fertig. Weil wir da viel schon angeforscht haben oder von anderen durch Technologietransfer bekommen haben. Und das Gesetz läuft wie lange noch? Noch 137 Tage. Das heißt, wir haben noch Zeit, um die technologische Voraussetzung Pharmazeutika freizuschalten. Das sind 7 Monate, das sind 5 bis 8. Ja, das können, da haben wir noch Zeit. Da haben wir noch Zeit. Wie man Innovation generiert, fragt Videogemystery, durch Universitäten. Vor allem, also nicht nur, aber Bau von Universitäten. So, und jetzt gehen wir hier um. Und ja, und richtiger Hinweis im Chat, auch durch, ich glaube, auch durch die Institution Bildung. Hier seht ihr das. Dadurch werden auch nochmal... Nee, dadurch nicht. Also nicht, das ist nicht richtig, ne. Also da können wir hin. Kein Gesundheitssystem auf private Krankenversicherung. Alle, es gibt niemanden, der dagegen ist. Das heißt, wird die allgemeine Zustimmung noch erhöhen. Dann müssten wir auch niemand Rücksicht nehmen. Die Industriellen würden sogar noch mehr lieben. Wir könnten, hätten danach ein Polster bei den Industriellen, an deren Zustimmung könnten sogar bei was anderem das Polster irgendwo anders nutzen, um irgendwo anders was zu machen, was denen leicht missfällt. Die Wohlfahrtskrankenhäuser würden generell, unabhängig davon, wie reich jemand ist, einfach überall dafür sorgen, dass die Sterblichkeit sinkt und würde die katholische Kirche stärker machen. Aber ihr seht es ja selber, das können wir nicht gegen den Widerstand der Industriellen machen. Die sind mir zu mächtig. Deren Boni sind mir zu lieb. Also da würde ich gerne hin. Das hat allerdings noch Zeit. Und die zweite Sache, die wir machen wollten, eventuell, das war Polizei, ne? Das würden wir durchkriegen, die Berufspolizei. Dann wird eine neue Institution eingeführt, neben Bildung und Krankenhäusern. Das wären die Gesetzeshüter. Wir würden weniger Radikale bekommen, wenn der Lebensstandard sinkt. Dann radikalisieren Leute ja manchmal. Das wird ein bisschen ausgebremst. Das ist das Einzige, was wir durchgesetzt bekämen. Und wir könnten dann über die Institution Polizei halt noch Effekte freischalten. Das ist zu unrealistisch. Die Landbewohner sind dagegen. Die haben allerdings keine große Macht bei uns. Das ist, finde ich, nicht so schlimm. Also das könnten wir machen, Berufspolizei. Ist allerdings nicht so super, super wichtig. Was wir auch noch machen könnten, wäre... Dass wir kein Amt für Inneres haben, keine Institution. Sorgt dafür, dass die Streitkräfte und die Kleinbürger uns ein bisschen grollen. Nicht viel, aber ein bisschen. Aber Nationalgarde, dagegen sind die Intellektuellen, aber die lieben uns heiß und innig. Deren höchster Bonus wird bei plus 10 freigeschaltet. Das wird dann bei 15 wieder auch immer noch da. Das wäre nicht schlimm. Also das würden wir durchgesetzt bekommen und das würde uns bringen, dass Revolutionen, falls sie bei uns entstehen würden, ausgebremst würden, finde ich nicht so schlimm. Aber Protestbewegungen sind nicht mehr so schlimm. Und wir könnten im Kriegsfall... glaube ich, mehr Einheiten mobilisieren, nämlich 75 Bataillone zusätzlich. Das heißt, wir hätten kein unterstehendes Heer, würde nicht teurer und nicht größer werden. Aber falls uns die Holländer überfallen oder wer auch oder immer, da könnten wir aber richtig zusätzlich zu den Milizen, die wir schon haben, den Wehrpflichtigen sogar noch die Nationalgarde einberufen. Also das finde ich auf jeden Fall, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Und dafür ist,
Streitkräfte und Kleinbürger hätten uns lieber. Und das kriegen wir abgefedert. Also das finde ich alles okay. Nationalgarde finde ich gut. Weil das auch weitere Boni noch freischaltet. Geheimpolizei wird wahrscheinlich von Intellektuellen auch abgelehnt. Das sind dieselben Sachen wie oben. Da hätten wir die freie Auswahl. Da könnten wir schauen, was die Effekte sind. Der Unterschied ist, hier bekommen wir halt zusätzliche Bataillone im Kriegsfall. Hier bekommen wir die nicht. Stattdessen ist die innere Sicherheit eine höhere, weil die Leute halt nicht so schnell radikalisieren. Ne? Da wir nicht so Radikalitätsprobleme haben, wäre Nationalgarde wirklich unsere Top-Wahl. Garantierte Freiheitsrechte kriegen wir nicht durch und ein Schritt nach dem anderen. Völlige Freiheit hat immer noch Zeit. Oh, mehr Loyalisten, wenn wir das bekommen. Alles super cool. Aber wir brauchen dafür erstmal Meinungsfreiheit als Gesetz und das haben wir noch nicht aktiviert. Das steht im unteren Drittel. Ich mache euch mal weg, dann könnt ihr das besser sehen. Meinungsfreiheit haben wir noch nicht aktiv, das können wir auch noch nicht machen. Ja, aber alle Voraussetzungen erfüllt. Also Nationalgarde finde ich cool. Das wird uns sehr helfen, falls wir mit den Holländern Problemchen hätten. Und das hier, wie gesagt, die Berufspolizei ist ebenfalls gut für uns, macht kleine Probleme bei den Intellektuellen, bei den Landbewohnern, aber das ist nicht so schlimm. Beides ist eigentlich gleich cool hier. Und dann hatten wir noch das Gesundheitswesen uns angeschaut und die private Krankenversicherung. Die wären Klacks. Und die Industriellen würden uns hätten uns noch mal lieber. Ja? Es ist gut, dass wir die Sachen nachgeschaut haben, aber wir haben festgestellt, für unsere Regierung, die wir im Augenblick haben, wir haben die passende Regierung. Alle diese Sachen kriegen wir mit unserer Regierung problemlos durch. Also es passt alles jetzt schon sehr gut, ne? Schauen uns das hier mal an. Die Legitimität ist extrem hoch. Minus 20. X-Bahn, du bist ein Schatz. Vielen lieben Dank dafür. 10 Abos verschenkt. Dickes Dankeschön an X-Bahn. Es freuen sich Kuligugen, Xaraboss, Terrormann, Rangtinton, Hasennase, Tandrin, Danjo, Senior Tortuga, Gluckluck und Nocturnal Ghost und ein gewisser WB. Sehr, sehr großzügig. Dickes Dankeschön an X-Bahn. Danke dir. Also, wir haben zwei Parteien in der Regierung. Wenn wir mehr machen, würde dieser Effekt minus 20 für die Legitimität auf minus 60 hochgehen. Ungerne. Das heißt, wenn wir eine Partei jetzt hier links rüberschieben, dann müssten wir, ich mach's mal beispielhaft hier, schaut mal hier, dann haben wir hier schon zack, minus 40 drauf hier. Ne? Also das müsste schon zwingende Gründe geben dafür. Die Gewerkschaften wollen allerdings der liberalen Partei beitreten. Die können wir also problemlos hier rüberschieben in die Regierung. Es sollte eigentlich den Legitimitätswert nicht genau, weil die der liberalen Partei dann mitgerechnet werden, hat das den minus 20 nicht auf minus 60 erhöht. Also das können wir schon mal machen. Wir könnten die ganzen Katholiken in die Regierung reinstecken. Aber wir können die auch komplett rauslassen. Wir haben keinen Grund dafür. Ich würde das so lassen. Wenn wir eine Partei neu dazu nehmen, haben wir da oben Probleme und ich würde es genauso machen. Das passt alles super, die Legitimität geht sogar noch hoch, genauso machen wir es. Ja? So, jetzt können wir das nicht nochmal machen. Sehr schön.